Hallo und herzlich willkommen zurück bei Schatten des Krieges. Und wir haben eine schwierige Aufgabe. Wir müssen da unten den Häuptling besiegen. Ja, komm. Und geisterhafte Umkrisse und ich glaube, zeigen deine letzte Position an. Und ich glaube, dass die nicht hier hoch können. So, die werden gerade von Spinnen angegriffen bzw. erledigt. Das finde ich schon mal gut. Zack. Du bist tot! Oh. Ich dachte, wir konnten ihn angreifen, weil er gerade benommen war. Scheiße, der Häuptling hat noch die Hälfte seiner Energie. Wir müssen uns irgendwas überlegen. Wir haben noch 3 Schüsse. Also wir versuchen mal Folgendes. Wir versuchen mal terrorisieren. Benommen. Schnell. Sehr gut. Das kann nicht so schwer sein. Zerschmetter die. Komm schon. Das geschieht dir recht. Fuck. Ah, wir müssen abhauen. Schnell weg. Oh. Da bin ich schon wieder fast tot. So, den zählen wir mal gerade auf und das bringt uns Energie zurück. Sehr gut. So, wo ist der Häuptling? Ich drücke immer die falsche Taste. Immer wenn der am Boden liegt, drücke ich immer die falsche Taste. So, wir verhören ihn. So viel Zeit muss sein. Deine Bemühungen sind nicht unbemerkt geblieben, Waldläufer. Du stellst meine Geduld auf die Probe, doch bald wirst du geprüft werden. Rasch Menschenbrecher getötet. Ein legendärer Dunkelstamm-Berserker. Das ist das Werk des Hexenkönigs. Er verhöhnt uns. Wir müssen meinen Ring zurückholen. Das werden wir. Doch zuerst kümmern wir uns um den Verräter in Minas Ithil. Talion, grausame Rächer, blutdürstige Mörder, schlachtet alle Orks, schneidet ihre Köpfe ab, zermatscht ihre Gehirne, zermalmt ihre Gesichter. Er hat seinen Nutzen. Aha, er hat seinen Nutzen. Das ist ja herzallerliebst. So, wir haben Auftrag abgeschlossen. Tor des Verräters. Einen neuen Fähigkeitspunkt haben wir erhalten. Wir haben einen neuen Juwel. Was ist das? Eine neue Klingen-Update und einen neuen Mantel. Legendäre Ausrüstung. Legendäre Waffen und Rüstungen gehören zu den mächtigsten Gegenständen in Mordor. Die besonderen Fähigkeiten eines legendären Gegenstands sind sofort aktiv. Lege den Gegenstand an und schließe mit ihm Herausforderungen ab, um seine Stufe zu erhöhen und um seine Macht weiter auszubauen.
haben wir dann Legendäres bekommen? Hier, guck mal da. Stufe 7. Numenor-Mantel. Stufe 9. Mantel der Finsternis von Rasch, Menschen... Alter, Menschenbrecher, Schleichen 11. 4 besser als vorhin. Hier haben wir Stufe 20, Bonusaufgabe, Effekt. Rekrutiere einen Ork des Dunkelstamms der Stufe 12. Ach, 20 plus. Erhöht den Giftschaden bei Feind um 17%. So, wie rüsten wir den an? So. Wir haben jetzt einen legendären Mantel halten. Was leuchtet da so? Legendäre Sets ansehen. Okay. Ah, wir haben jetzt diesen einen, nämlich den da. Den haben wir. Hier fehlen noch jede Menge Sachen. Wir gehen eine Stufe zurück. Zwei Herausforderungen verfolgen. Hier haben wir noch was Neues. Wir haben eine Stufe 4. Guck mal. Wir haben Achan und können den ersetzen durch den Gondoraner-Dolch. Dann wollen wir das mal tun. Stufe 4 ist immerhin besser. Und der Bogen, genau. So, wie kommen wir an Juwel platzieren? Wir haben einen neuen erhalten. Ach nein, wir haben dreimal Kriegerjuwel und einmal den Juwel des Wohlstands. Sehr gut. So. Talion, Fähigkeitspunkt Stufe 7. Mit meinem Ring hätte ich das verhindern können. Wir müssen ihn zurückholen. Das werden wir. Aber erst müssen wir uns um den Verräter in Minas Ithil kümmern. Genauso sehe ich das auch. So, und wir müssen jetzt erstmal gucken, wie ging das nochmal? Wir gehen mal kurz hier rein und dann ins Inventar. Beziehungsweise, wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Charakter, was heißt denn das? Ach ja, stimmt. Fähigkeitspunkte. Genau, das müssen wir noch einsetzen. Wir haben einen weiteren zur Verfügung, da wir eine Stufe hochgerutscht sind. Und wir können hier jetzt zum Beispiel kritischer Treffer. Bessere Chance mit Nahkampfangriffen, kritische Treffer für mehr Schaden zu landen. Finde ich gut. Geisterkette. Drücke linke Maustaste, um weiteren Feind bei einer Schleichtötung anzuvisieren. Jedes weitere Ziel kostet dich Fokus. Aktive Fähigkeit, Todesdrohung. Ah ja, das kennen wir schon. Hier Frostnageln. Frostfestnageln, keine Ahnung, was das bedeutet. Ein Dolchhagel finde ich nicht so interessant. Karagor-Reiter halt eh gedrückt, um einen gebrochenen Karagor zu beherrschen und auf ihm zu reiten. Ist das interessant für uns? Komm, wir erwerben es. Wir sind jetzt Karagor-Reiter. Sehr gut. Und wir nehmen den nächsten Auftrag an. So viel wollen wir auch noch machen. Da haben wir alles abgeschlossen. Der nächste ist in die Arena. Hier verfügbar in Minas Ithil. Und da wollen wir auch mit einer Schnellreise, würde ich sagen, einfach hinreisen, oder? Komm, weiter geht's. Keine Zeit verlieren. Nächster Auftrag. Wir haben Mittelerde zu retten. In hohem Gebüsch bleibst du vor Orks verborgen, und sofern sie dich nicht beim Betreten gesehen haben. Das wissen wir schon. Vielen Dank, liebes Spiel, für den Hinweis. Zurück von den Toten. Wenn du getötet wirst, vergeht Zeit und du wirst am nächsten Schnellreisepunkt wiederbelebt. Erzfeindeaufträge werden geklärt und die siegreichen Hauptmänner steigen in der Stufe auf. Neue Erzfeindaufträge beginnen und Leerstellen im Armeemenü können aufgefüllt werden. Erzfeindeaufträge sind nur für eine gewisse Zeit aktiv. Wenn die Zeit voranschreitet, wird der Zähler unter einem Auftrag gesenkt. Läuft der Zähler ab, wird der Auftrag automatisch geklärt. So, neuer Auftrag. Was haben wir hier, wenn wir auf M drücken? Ah, okay, Hauptmänner, die können wir alle besiegen. Und unser Auftrag ist hier, da, also mitten in der Stadt in Minas Ithil, die ja momentan auch besetzt ist von den ganzen Orks, Hauptmännern, was weiß ich. Hier geht's richtig zur Sache. Hier haben wir einen Ithildin, haben wir hier rumfliegen. Und wir gehen jetzt einfach mal, Alter, es sind über 2600 Fuß bis zu unserem Auftrag. Die müssen wir erstmal zurücklegen, ungesehen. Im besten Fall natürlich. Ja, komm. Schleichen mal ins Gebüsch. Oh, keiner hat uns gesehen. Wir müssen da hoch. Wie war nochmal der Weg? Ging der Weg auch darüber? Ich weiß das nicht mehr. Was? Sieh, was du mir angetan hast. Erwarte diesmal keine Gnade. Was für eine Gnade willst du von mir, hä? Kumpel. Doch. Krosch, der Überlebende, wurde getötet. Vollidiot. Mach so ein Kappes nicht mit uns. So, wir erhalten etwas Neues. Der Numenor Dolch im Inventar ansehen. Gucken wir uns schnell an, bevor die nächsten angerannt kommen. Der hat, Alter. Stufe 9. Aber gerne. Hör mal. Numenor Dolch, Schleichangriff, 226. Schönes Teil. Was willst denn du, hä? Game.
So, wir haben ja einen. So, den wollen wir mal terrorisieren. Alles bei den anderen zu verbreiten. Zack. Dann können wir, glaube ich, auch ganz. Alter, rennt der einfach ins Feuer rein, ist ja doof. Da kann ich ganz ungeniert unseren Weg fortsetzen. Sind wir hier eigentlich schon mal lang gelaufen? Wo kommt man da hin? Ich guck mal schnell auf der Karte. Ah, wir können so außen rumlaufen. Ist jetzt, glaube ich, der falsche Weg. Können wir hier links? Ja, wir können. Oh, Gott sei Dank. Alter, was macht der? Erstmal so schön über den Matsch geslidet. Sieht auch cool aus, aber führt uns nicht zum Ziel. Und der legendäre Umhang, naja, so legendär ist der auch wieder nicht. Der ist halt arg verfranst. Hier, guck mal, für dich. Ich habe was gesehen. Ja, ist das. Hier, guck mal. Online-Blutare jetzt verfügbar. Ort ansehen. Wir holen aber erstmal noch das da. Das sind nämlich wunderschöne Münzen für uns. Haben wir jetzt eigentlich. Ich dachte, wir hätten jetzt diese Ritter befreit von dem Schicksal. Nicht reinballern, okay. So, wir müssen uns hier immer wieder vorbeischleichen. Das ist natürlich auch ein bisschen lästig. Oh, du hast nichts gesehen. Da ist gar nichts. Alter, guck das an. Wie schön es ist, wieder Menschen zu töten. Alter, sag das nochmal und ich werde dir, hier mal eine ordentliche Abreibung verpassen. Nein, da schleicht keiner. Den habe ich nur an der Schulter getroffen. Fuck. Oh. Gut. So geht es natürlich auch in Richtung mit F. Da kann ich mir immer noch merken, das ist nicht so einfach. So, hier erstmal alle an allen vorbei. Gar kein Problem. Und dann laufen wir hier rüber. 1500 Fuß. Da hinten ein Troll. Die Stadt ist ja besetzt. Immer noch. Guten Tag. Halte linke Steuerung zu greifen, genau, das vergesse ich immer wieder. Nicht kommen gesehen. Der Witz wird auch nicht uralt. Mein lieber Mann, Minas Ethyl ist echt kurz davor unterzugehen, aber wir werden es irgendwie schaffen, trotzdem die Stadt zu retten. Da oben müssen wir hin. Alter, das ist noch ein ganz schön weiter Weg. Hier rüber können wir, glaube ich, nicht. Nein. Ja, komm, die neue Klinge kann ich auch gebrauchen. So, komm schon. Zack. Der ist auch hinüber. Lass uns mal gemeinsam hier hochspringen. Wir müssen ja unsere. Eigentlich müssten wir ja noch die ganze Stadt befreien. Was ist das denn? Du musst zu diesen auch zunächst die Fähigkeit Shuttle-Angriff freischalten. Okay. Gut. Räumen wir mal einfach ein bisschen auf hier. Dünnen wir mal die ganze Armee ein bisschen aus. Das schadet ja nix. So, was mussten wir hier? Wir gucken mal kurz gemeinsam auf die Karte. Wir konnten hier online Blutrache, sehr schön. Der Schnellreisepunkt wurde noch nicht freigeschaltet. Reinige den Hädi um diesen. Ah ja. Stimmt. Wie konnten wir nochmal hier? Was ist das denn? Reit. Angetrieben von einem Ring war Celebrimbor, schierunaufhaltsam auf dem Schlachtfeld. Gedenke seinen Heldentaten, indem du 30 Feinde besiegst. Hier ist Krankras Erinnerung. Lagerraubzug. Frage ist, können wir die Stadt überhaupt befreien? Mal so generell. Was ist denn das? Wegpunkt festlegen? Nee, das brauchen wir gar nicht. Hier müssen wir hin. Heieiei. Nein, da schreit keiner rum, was die immer meinen. Ich töte mich nicht.
So, jetzt sind wir ganz oben und da auf die andere Seite müssen wir. Oh, gut. Gut, dass er unbesiegbar ist, dass er eigentlich ein halber Geist ist. Da kann uns nichts passieren. Das finde ich so geil, dieses Fliegen. Ja, tach. So, hier sind nur Leute von uns, ne? Ich glaube, diese schwarzen und weißen Pfeile, das sind unsere Leute, die Gondorianer. So, wir werden es nämlich jetzt rausfinden. Ja, das sind unsere Waldläufer. Sehr gut. So, da hinten sind wir auch schon gleich beim Auftrag. Oh Gott. Hier wird noch eifrig verteidigt. So, da unten liegt noch ein Juwel. Das könnten wir eigentlich auch noch holen. Ich habe vergessen beim letzten Mal. Oder sollen wir den Auftrag einfach annehmen und weitermachen? Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, das können wir eigentlich machen. Wir nehmen folgenden Auftrag an. Der heißt die Arena und starten damit. Die Arena. Der Feind hat sich bei der Arena versammelt und der Hexenkönig fordert den Grabwandler heraus. Die Orks, es werden immer und immer mehr. Sie bereiten einen neuen Angriff vor. Dein Vater ist seit der letzten Schlacht verschwunden. Ich werde nach ihm suchen lassen. Welch Teufelswerk ist das? Der Hexenkönig ist gekommen, um mit uns zu verhandeln. Die Klinge meines Vaters! Meine Orks haben euren General. Schickt mir den Waldläufer vom Schwarzen Tor. Möge er durch die Hand meines Champions sterben. Im Gegenzug bleibt euer Anführer verschont. Weigert ihr euch, wird alles Lebende leiden. Ich komme wegen dir, Talion von Gondor. Du musst verstehen, dass die Uruks keinerlei Gnade kennen, dass mein Vater längst tot sein könnte. Ignoriert ihren Spott. Wir dürfen nicht zulassen. Die Uruks lieben das Spektakel. Wir ziehen alle Blicke auf die Arena. Dann schleichen wir in ihr Lager und suchen meinen Vater. Kann ich das von dir verlangen? Sie werden ihr Spektakel bekommen. Töte ihn nur nicht zu schnell. Sie scheinen viel von ihrem Champion zu halten. Und eins ist sicher, von der Größe her ist er im Vorteil. Das stimmt. Aber wir sind in der Überzahl. Willkommen in der Arena, Menschlein. Die Menge fordert ein blutiges Spektakel. Und du wirst es ihnen bieten. Bezwinge den Champion. Wo bist du hin? Oh, ich hab vergessen, die falsche Video. Ah! Komm schon. Ich bin so stark wie ein Boomer! Ich bin so schnell wie ein Basilisk! So, komm schon. Bei den Rücken. Das wissen wir noch vom letzten Mal. Was hast du gehofft zu lernen? Wenn es mehr ist als nur dein Tod,
Dann wirst du enttäuscht sein. Komm wieder her! Zielt auf den Mensch! Ich habe überhaupt eine Chance gegen das Chinesische und so eine andere Frage. So, hier haben wir noch jede Menge andere. Oh oh. Oh, Pfeile rumliegen. Ich frage mich, können wir die hinten die vielleicht befreien? Ja, können wir. Wo bist du hin? Ich bin so zäh wie ein Grau. Dahin. Wieso ist jetzt nicht über die Mauer drüber gekommen? Weiß, der springt tausende von Metern Turm hoch, aber schafft es einfach nicht hier drüber über eine Mauer zu springen. Haben wir jetzt zwei Feinde. Ich bin so schnell wie ein Basilisk. Schaffen wir jetzt irgendwie den mal so platt zu bekommen. So, der Karagor ist gebrochen. Wir steigen jetzt auf. Alter! Bam! Wieder falsche Maustaste. Ah, fuck. Glaubst du, es ist der Palantir, der diese Stadt retten wird? Nein. So, Freunde, wir sind am Ende angelangt. Mission ist fehlgeschlagen. Du bist gestorben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.